Eine neue Miniserie erscheint jetzt auf Netflix, Lupin. Die aktuelle Variante vom großen und ziemlich bekannten, aber auch charmanten kriminellen Arsène Lupin. Ich putze im Louvre. Die Kunstwerke sind Millionen wert. Nächsten Freitag wird hier ein Collier versteigert. Wir werden es stehlen. Ihr geht als Putzer rein und als Millionäre raus. Noch Fragen? Aha. Was machst du, solange wir hier die ganze Arbeit machen? Was, ich? Ich ersteigere das Collier. Ja, es ist jetzt nicht der richtige Lupin, sondern eben nur die Figur von Omar Sy, der hier die Hauptrolle übernimmt, der ziemlich viel Struggle in seiner Vergangenheit hat, das eben auch seinem Vater vorgeworfen wurde, etwas gestohlen zu haben, ist hier quasi so der Rachefeldzug in Super Charming. Und er orientiert sich eben selber an den Geschichten von Lupin und wird damit eben zum zeitgenössischen, sag ich's nochmal, Arsène Lupin. Ich habe viel gelesen in deinem Alter. Das hat mir dein Großvater geschenkt. Es wird dir gefallen. Arsène Lupin, der Gentleman-Gauner. Ich muss dir was zeigen. Es ist unglaublich. Ich denke, unser Verdächtiger hält sich für Arsène Lupin. Die Methode, die Eleganz, der Mut, das Talent. Und was kommt dann, D'Artagnan und die drei kleinen Schweinchen? Und ich muss ja sagen, ich finde es immer total cool, wenn man Filme oder in dem Fall eine Serie, für mich ist das ja so eine XXL-Film, ne? 5 Folgen, geht so 4,5 Stunden, finde ich ja super, was das betrifft, dass es abgeschlossen ist. Aber ich liebe es, wenn in solchen Geschichten charmante, total nette, super sympathische Leute, so diese Überbrains sind, die sich so alles Mögliche haben einfallen lassen. Ist meistens nicht übermäßig realistisch, dass eine Person irgendwie checkt, wie 185 Millionen Leute darauf reagieren, wenn ich dies und jenes tue. Aber ich liebe es, weil es immer so super raffiniert wirkt. Und ich auch diese Faszination toll finde, dass man Kriminellen, die gerade eigentlich auch oftmals Dinge tun, die jetzt nicht so richtig legal sind und die ich selber auch nicht machen würde, aber dass man da trotzdem so eine Sympathie für hat, weil es ja irgendwie gegen die da oben ist oder für die Gerechtigkeit. Und das kommt auch in dieser Serie so richtig toll rüber. Er hat ihm einen Diebstahl untergeschoben. Lassen Sie mich los! Ich räche mich an Pellegrini. Alles ist ein Spiel. Ein Spiel mit Regeln. Ich mache diese Regeln. Genau das habe ich geplant. Omar Sy hat in den letzten Jahren so viele tolle Sachen gespielt und wird trotzdem immer wieder auf ziemlich beste Freunde reduziert, aber es ist ja jetzt auch nicht die schlechteste Referenz, denn genau so dieses Lebemann, dieses große Strahlen und dieses Gefühl von Mensch, das ist doch ein total guter Typ, der ist einfach mega nett, das kann er zum Glück nicht ablegen und damit trägt er mit dieser eigenen Chemie mit sich selbst und zu anderen Menschen trägt er auch diese Serie, die super flott erzählt ist, die irgendwie in der Story jetzt immer weiter vorankommt, ohne dass man aber das Gefühl hat, oh, jetzt hetzt ihr aber durch die Geschichte. Das ist ja auch irgendwie ätzend, wenn man das Gefühl hat, man hat überhaupt keine Luft zum Atmen. Die hat man, also man kann einen ganz entspannten Jogginglauf währenddessen machen. So, es ist flott, aber nicht zu flott. Und vor allen Dingen ist die Geschichte sehr gut erzählt. Also man kann ihr gut folgen, es gibt genug Wendungen, aber es gibt auch nicht zu viele. Die Dialoge sind gut geschrieben, es gibt eine gute Prise Humor, es ist aber auch ein bisschen spannend. Also wirklich so das Beste aus irgendwie allen Welten zusammengepackt. Und ich finde auch, dass die Laufzeit total Sinn ergibt. Hier wären jetzt irgendwie so 10 oder 12 Folgen völlig unnötig gewesen. So nimmt man sich Zeit, ist flott unterwegs und hat auch tolle Aufnahmen. Ich meine, ich mag französisches Kino ja ohnehin auch sehr. Und das ist jetzt nicht artifiziell, sondern sieht schon irgendwie international aus. Aber es hat halt so diesen letzten kleinen französischen Touch, französisches Flair. Und das mag ich. Und entsprechend möchte ich, sobald die Pandemie vorbei ist, auch wieder nach Paris, um im besten Fall auch das eine oder andere Ding im Louvre zu stehlen. Vielleicht. Wir gucken mal. Ich überlege mir da einen total cleveren Plan. Ihr habt mich unterschätzt. Ihr habt mich nicht angesehen. Ihr habt mich gesehen, aber ihr habt mich nicht angesehen.
Ich frag dich nicht, was da letzte Nacht war. Offen gesagt, nichts Besonderes. Aber sicher. So ist besser. Vielen Dank. Ja, für mich also insgesamt einfach so solide, dass es mir Spaß gemacht hat, dass ich jetzt auch einfach völliger positiver Stimmung noch so einen extra Punkt gebe, weil, wenn ich jetzt dran denke, so gute Laune bekomme. Deswegen gibt es 8 von 10 Punkten jetzt von mir. Ja, es ist jetzt kein Meisterwerk geworden, aber es ist das, was ich zu Hause sehen möchte. Super coole, charmante Unterhaltung. Und das ist doch alles, was wir wollen. Kann man an einem Abend, wenn man ein bisschen länger wach bleibt, gut durchschauen. Habt ihr die Serie schon gesehen? Wie hat sie euch gefallen? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ansonsten gibt es von mir hier noch ein paar andere Videos, die ihr unbedingt gesehen haben müsst. Genauso wie Lupe. In diesem Sinne, macht es gut, bis ganz bald und ciao.